Hallo, in diesem Video geht es darum, wie man den Berührpunkt einer Tangente an den Graphen einer Funktion bestimmt, wobei die Tangente eine vorgegebene Steigung haben soll. Das ist ein häufiger Aufgabentyp aus der Einführungsphase. Eine Aufgabenstellung könnte zum Beispiel lauten: Untersuche, ob es eine Tangente mit der Steigung minus 1 an den Graphen von f von x gleich x² minus 2x plus 3 gibt. Bestimme gegebenenfalls den Berührpunkt und die Tangentengleichung. Machen wir uns zuerst einmal klar, worum es eigentlich geht. Hier habe ich in dem Funktionenplotter GeoGebra unsere Funktion f von x geplottet, das ist eine Parabel. Und ich habe hier jetzt eine Gerade mit der Steigung minus 1 eingetragen, die ich parallel verschieben kann. Und die Frage ist jetzt, gibt es eine Gerade, die irgendwo unsere Funktion in einem Punkt berührt, so wie das jetzt der Fall ist? Weil diese Gerade hier, wo ich nur einen Berührpunkt habe, ist die gesuchte Tangente. Und dieser Berührpunkt mit den Koordinaten 0,5, 2,25 ist der gesuchte Berührpunkt. An diesem Berührpunkt hat die Tangente dieselbe Steigung wie unsere Funktion f. Der Ansatz zum Lösen der Aufgabe besteht also darin, zu fragen, wann ist die Steigung m unserer Tangente identisch mit der Steigung unserer Funktion? Und die Steigung unserer Funktion wird ja durch f' von x der ersten Ableitung beschrieben. Wenn jetzt unsere Tangente die Steigung minus 1 hat, müssen wir minus 1 gleichsetzen mit der ersten Ableitung unserer Funktion f. Und die erste Ableitung von x² minus 2x plus 3 ist ja 2x minus 2. Jetzt können wir nach x auflösen und das gibt uns die Berührstelle, die x-Koordinate des Berührpunktes, der eben halt diese Bedingung erfüllt. So, um nach x aufzulösen, können wir zum Beispiel zunächst auf beiden Seiten 2 addieren, dann erhalten wir das, dann teilen wir durch 2 und erhalten für x gleich 1/2. X gleich 1/2 ist also die x-Koordinate unseres Berührpunktes. Unser Berührpunkt hat also die x-Koordinate 1/2. Jetzt brauchen wir noch die y-Koordinate des Berührpunktes. Und die bekommen wir, indem wir x gleich 1/2 in unsere Ausgangsfunktion einsetzen, also f von 1/2 bestimmen. Unsere Ausgangsfunktion lautete ja f von x gleich x² minus 2x plus 3. Jetzt setzen wir für x überall 1/2 ein, rechnen das dann durch und erhalten dann als Funktionswert 2 1/4 bzw. als Dezimalzahl geschrieben 2,25. Und somit haben wir auch die y-Koordinate. Und wir haben den Berührpunkt bestimmt, 1/2 und 2 1/4. Das ist ja auch das, was wir gerade in dem Funktionenplotter herausbekommen haben. Manchmal wird dann in der Aufgabe noch gefragt, wie denn die Tangentengleichung lautet. Und um diese aufzustellen, müssen wir uns erst nochmal in Erinnerung rufen, dass eine Tangente, ich nenne die jetzt mal t von x, ja eigentlich nur eine normale Gerade ist, mit der Form mx plus b. Wobei wir m ja jetzt schon kennen, die vorgegebene Steigung war ja minus 1, ich kann es auch einfach nur minus schreiben, also unsere Tangente hat die Form t von x gleich minus x plus b und wir müssen noch das b bestimmen. Und weil ja die Tangente und die Funktion durch den gleichen Punkt gehen, muss der Berührpunkt ja auch auf der Tangente liegen. Das bedeutet, die Koordinaten des Berührpunktes müssen dann auch die Tangentengleichung erfüllen. Also wenn man die x-Koordinate 1/2 in die Tangentengleichung einsetzt, muss als Funktionswert die y-Koordinate 2 1/4 rauskommen. 2 1/4 setzen wir also für t von x ein und es ist in der Regel besser mit echten Brüchen zu rechnen als mit solchen gemischten Brüchen. 2 1/4 sind 5 Viertel gleich minus 1/2 plus b. Jetzt haben wir eine Gleichung, in der nur noch b vorkommt und wir können nach b auflösen. Diese beiden Brüche bringen wir auf den gleichen Nenner. Dann haben wir 5 Viertel plus 2 Viertel, das sind 7 Viertel. Und somit haben wir das gesuchte b und können unsere Tangentengleichung aufschreiben. Und das ist dann t von x gleich minus x plus 7 Viertel, beziehungsweise dezimal geschrieben 1,75. Unsere gesuchte Tangentengleichung. So, schauen wir uns jetzt noch ganz schnell ein Beispiel an, um zu zeigen, dass natürlich auch mehrere Tangenten oder Berührpunkte möglich sind.
Hier haben wir wieder unsere Funktion f gegeben, eine Funktion dritten Grades. Und wir suchen jetzt die Berührpunkte von Tangenten, die die Steigung 0,5 haben. Wir verwenden wieder den gleichen Ansatz. Die geforderte Tangentengleichung gleich der Ableitung setzen. Das ergibt in dem Falle 0,5 gleich. Die Ableitung von dieser Funktion ist x² minus 2x minus 2,5. Das ist jetzt eine quadratische Gleichung, die wir so lösen, dass wir erstmal hier diese Zahl auf die andere Seite bringen, sodass wir hier 0 stehen haben und dann steht auf der rechten Seite x² minus 2x minus 3. Das entspricht einer Nullstellenbestimmung einer quadratischen Funktion, was wir ja mit der PQ-Formel machen können. Das mache ich jetzt nicht vor, kann es aber nachrechnen. Das liefert dann die zwei Lösungen x1 gleich minus 1 und x2 gleich 3. Das sind jetzt die x-Koordinaten der beiden Berührpunkte, offensichtlich also zwei Berührpunkte. Und die y-Koordinaten der Berührpunkte erhalten wir, indem wir diese x-Koordinaten in die Ausgangsfunktion einsetzen. Das heißt, wir berechnen einmal f von minus 1 und f von minus 3 und das können wir dann durchrechnen, was dann für f von minus 1 gleich 1 Sechstel und für f von 3 gleich minus 7,5 liefert. Somit haben wir unsere Berührpunkte gefunden, nämlich diese. So, und wenn das natürlich jetzt noch gefordert ist, dann kann man auch noch die zugehörigen Tangenten bestimmen. Wir haben natürlich zwei Tangenten, weil wir zwei Berührpunkte haben. Und diese beiden Tangenten haben ja die Steigung 0,5, kann man natürlich schon hier eintragen. Und um jetzt noch den jeweiligen y-Achsenabschnitt zu bestimmen, müssen wir noch für x die x-Koordinate einsetzen und für t von x setzen wir die y-Koordinate ein, also den Funktionswert an eben dieser Stelle. Machen wir das mal und für 1 Sechstel schreibe ich jetzt 7 Sechstel und das ergibt hier 0,5 schreibe ich jetzt mal als 1 halb mal minus 1 plus b1. Jetzt kann ich nach b1 auflösen. Diese minus 1 halb bringe ich mit plus auf die andere Seite. Die beiden Brüche addiere ich, indem ich die 1 halb erstmal auf den Hauptnenner mit Sechstel bringe. Das sind dann 7 Sechstel plus 3 Sechstel sind 10 Sechstel. Und 10 Sechstel kann ich natürlich als 5 Drittel schreiben. Somit lautet die gesuchte Tangentengleichung 1, d1 von x gleich 1 halb x plus 5 Drittel. Und genauso kann ich natürlich hier auf der rechten Seite vorgehen und erhalte dann für b2 gleich minus 9 und somit diese Tangentengleichung. So, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir geholfen und wenn ja, dann freue ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch und über deine Empfehlung an deine Mitschüler. Am besten du abonnierst meinen Kanal und verpasst kein Video mehr. Und natürlich freue ich mich auch über Feedback, Anregungen und weitere Videowünsche. Ansonsten viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.